Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wie ihr seht, ist es wieder ein neues Spiel, denn parallel zu meinen beiden großen Projekten werde ich ab und zu mal kleine Videos wie dieses hier zum Beispiel hochladen, in denen ich euch kostenlose Indie-Games vorstellen werde. Wenn ich weiß, was ein Indie-Game ist ein mit wenig Aufwand produziertes Spiel, an dem halt ein kleines Team von Programmierern gesessen hat. Und ja, deswegen ist halt auch die Grafik nicht so besonders und die Länge des Spiels auch nicht, denn dieses Spiel wird in 5 bis 10 Minuten durchgespielt sein. Ja, der Fokus dieser Spiele ist eher auf wird eher auf der Story und dem Gameplay gesetzt. Ja. Das Spiel ist es handelt sich um das Spiel An Occurrence at Owl Creek Bridge. Und würde ich mal sagen, starten wir. Wie wir sehen können, befinden wir uns gerade auf einer Brücke und sollen hingerichtet werden. Ob es uns nun gefällt oder nicht, müssen wir da jetzt runterspringen. Tun wir das mal. Ah, und ein Rückblick an unsere Familie, die wir hoffentlich wiedersehen werden. Und das Seil ist anscheinend gerissen, zu unserem Glück. Und nun müssen wir einen Weg aus dem Fluss rausfinden, während wir von den Soldaten beschossen werden. Und wieder ein kleiner Rückblick. Und wir müssen noch darauf achten, dass wir nicht gegen diese Holzstämme schwimmen, weil die uns dann aufhalten. Und anscheinend sind die Soldaten sehr schlechte Schützen, denn die treffen überhaupt keinen Schuss. Aber uns soll es nicht stören, solange wir überleben. Ja. Hoffentlich kommen wir hier lebendig raus. Und wir sind am Ende dieser Szene. Oder auch nicht. Gut, dann ist der Fluss etwas länger als gedacht. Aber die Soldaten haben aufgehört zu schießen, da wir außer Reichweite sind. Und wir haben den Strand erreicht. Schön. Sind jetzt endlich auf freien Fuße. Und das war scheiße knapp. Das hätte uns richtig geliefert. Noch einmal dieser Rückblick. Ist halt nur ein Rückblick und nicht die Realität. Und wir sind in einem Wald angekommen. Mit Vögeln, Rehen, Bäumen und alles, was in einen Wald gehört. Und natürlich Soldaten, die uns jagen. Ja. Und natürlich sind es Soldaten, die uns jagen. Und das beweise ich euch mal. Denn wir gehen einfach mal hier raus. Und bleiben hier stehen. Und was geschieht? Das waren keine echten Soldaten. Unser Typ hier stellt sich das nur vor. In Wirklichkeit sind das denn nämlich nur Vögel. Und das ist natürlich auch zu unserem Vorteil. Denn dann haben wir niemanden, der uns aufhalten kann, zu unserer Familie zu kommen. Außer wir wissen natürlich nicht, wo es lang geht und kennen den Weg nicht. Im Hintergrund wieder einige Soldaten, aber wir wissen ja, dass es nicht echte sind, deswegen brauchen wir uns nicht zu sorgen. Und ja, können wir mal wieder gegen ein paar Soldaten rennen, die sich dann zu Vögeln verwandeln, genau so. Und ja, ist halt ein etwas längerer Wald. Und ich hoffe wirklich für den Mann, dass er seine Familie wieder trifft und sie dann in den Arm nehmen kann. So. Ah, und da besuchen uns ein paar Vögel. Ein roter und ein blauer. Und ein paar mehr, etwas mehr Vögel. Die wollen uns wahrscheinlich den Weg geleiten. Ja, zeigt uns den Weg, kleine Vögel. Zeigt uns den Weg. Oh, es werden immer mehr Vögel. Gut. Ah, und ein Reh. Okay. Also ich habe nichts gegen Krähe, nur. Es hat ein bisschen gestört, das Reh. So. Und im Vordergrund sehen wir nun einen Teil eines Zaunes, das heißt, dass wir nicht mehr weit weg sein können von unserem Zuhause. So. Und ich glaube, wir sind echt angekommen. Wir haben es geschafft. Wir sind bei uns zu Hause und stehen direkt vor unserer Frau und unserer Tochter. Und können sie nun in den Arm nehmen. Oder auch nicht. Denn in Wirklichkeit haben wir das alles nur geträumt. Und nun sind wir tot.
Ja, das war's jetzt von dem Spiel. Ich hoffe, euch hat das Video bzw. auch das Spiel gefallen. Wenn ihr das Spiel selbst spielen wollt, dann ist der Link in der Beschreibung. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Ja, ich würde mal sagen, das war's jetzt hier von mir. Und ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal ein. Tschüss!